So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part des FIFA Street Let's Plays mit mir, Monsieur Lübing. Und in diesem Part gibt's die Revanche. Futsal. Schwierigkeitsgrad Mittel. Und ja, mal wieder dieser Turniermodus. Ich denke mal, wenn's gut kommt, brauchen wir wieder zwei Parts, damit wir hier überhaupt durchkommen. Und nach dem Futsal-Turnier werde ich dann auch mal wieder einen neuen Spieler machen. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Wir werden jetzt erstmal so spielen. Futsal, ich muss mich erstmal einleben. Ich muss mich dran gewöhnen, sag ich mal. Und erst dann geht's richtig ab. Und warum habe ich keinen Sound hier bei mir? Hallo? Hallo? So, wir sind jetzt hier Platz 25 mit 1500 Punkten. Das ist natürlich sehr gut. So. Jetzt geht's los. Futsal. Mal gucken, ob ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Eigentlich ist es ziemlich simpel. Hier kommt es nämlich drauf an, dass ich nicht so viel skille. Und zwar nur das Nötigste. Hä? Hallo? Achso. Ja, ich dachte schon, was da... So, und dann... Hä? Was ist mit meinem Controller los? Macht er hier Faxen oder... Was ist da los? Egal. Boah, Gott. Starker Einsatz. Zack, in den Lauf. Zack, zurück und... Oh, nochmal. Warum schießt er jetzt nicht direkt? Meine Güte, aber ihr seht schon, wir sind definitiv besser drauf auf diesem Schwierigkeitsgrad mit unseren gepimpten Spielern. Ja. Futsal wird wie viel gespielt? 4 gegen 4, ne? Oder 5 gegen 5? Ne, 5 gegen 5, ne? Ja, sieht so aus, Futsal. Wir hatten auch mal so ein Turnier bei uns an der schade. Schöner Volley-Schuss. Wir hatten auch mal so ein Turnier bei uns an der Schule. Da war ich irgendwie in der 6. Klasse oder so. Da gibt es auch Yoga Bonito oder so hieß das. Und da ging es halt auch darum, dass man Hallenfußball spielt. So wie hier im Futsal. Das war ziemlich interessant, dieses Turnier. Wir sind dann, glaube ich, irgendwie bis ins Finale gekommen, sind dann aber danach, ausgeschieden. War ein traumatisches Erlebnis für mich. Ich habe da beides über beides kassiert. Aber naja, ich bin über den Schock hinweg, so sag ich's mal. Wir müssen jetzt nämlich so. So, genau, in den Zweikampf. Immer schön in die Zweikämpfe gehen hier. Ich weiß nicht warum, aber die Gegner, die machen dann hier meistens so komische. Warum hat der grüne Haare? Warum hat der grüne Haare? Du komischer Hippie. So. Also ist das Peter Check im Tor? Ne, das ist auch so ein Afro-Mann. Afro-Mann. Oh Gott, schade. An seinem Kopfballspiel muss Gott noch arbeiten. So. Nein, wie kommt denn... Boah. Robert Flex im Tor. Er hält alles dicht. Ein richtiger Manuel Neuer. Robert Flex, der kasachische Manuel Neuer. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, so. Ja, okay, alles klar. Ich denke mal, ich habe so ein gutes Gefühl. Das sollten wir jetzt eigentlich schaffen. Genau. Bisschen skillen geht noch. Bisschen. Wer ist dieser Fake-Rigi Sapai im Tor? Der verdient Bitslaps. Und zwar so lange, bis ihm die Scheiße aus den Ohren tropft. Und ich schreibe Mittwoch Video. Verdammt. Ja, letzte Ferienwoche. Zur Zeit, wo ich das Video hier drehe. Ja. Vordrehen ist immer gut. Lasst euch das gesagt sein. Angehende Let's Player und Let's Player. Da habt ihr nicht so einen Stress mit dem ganzen Drehen und so weiter. Ah, Mann. Jetzt wäre ein Elastico-Hebel gut gewesen. Wunderschön. Oh, Golasso! Geht doch. 1-0 in Führung. Mit einem billigen Eckballtrick. Gegen SKZ. SKZ? Und die kommen aus Deutschland? Muss ich mir da irgendwelche... Oh, wow, 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 wow. Wow, Robert Flex, nice gehalten. Ich dachte schon, ich muss mir irgendwelche Sorgen machen. SKZ. SkyKZ. Nee. Egal. Weißt du, ich ziehe sogar noch auf Japo. Dann macht er den nicht. Dann bewege ich den Torwart. Und dann wirft er erst den Ball ab. Interessant, interessant. Verpiss dich. So, genau. Ein Tor ist doch noch drin. So. Oi, scheiße, Kleinbauer. Dummer Bauer. Der große Bauer. Dum, 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 dum. Schade. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum die manchmal einfach mit der Innenseite schießen und nicht draufbolzen. So wie ich es machen würde. Na, ah, Götter, hättest du ein bisschen früher spielen müssen. Flop. Was machen wir jetzt? Wir müssen hier die... Wollte der von dort aus gegen Robert Flex ein Tor schießen? Robert Flex wieder Nummer 31. Boah. Hättest du wohl gern. So, Halbzeit 2. 1-1. Ich weiß ja nicht, ob wir das hinkriegen oder nicht.
Fuck off, man. So, bam. Tolle Grätsche. Jetzt auf Löbeng und Löbeng. Den wollte ich jetzt echt genau haben. Vielleicht hätte ich noch einen Trickshot gemacht. Trickshot. Wow, 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 wow. Halt mir jetzt mal schön den Ball flach. Im Hintergrund. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, ja. Die geile FIFA-Mucke. Boah. Boah. Raus aus dem Flügel. Zack, einmal angetäuscht. Ah, vielleicht hätte ich hier eher einen Trickshot versuchen sollen. Das war Glassman, ja, das war Glassman, scheiße. Seit dem letzten Part wissen wir, dass Glassman eigentlich nicht der Beste ist in solchen Sachen. Oh, verdammt, wer ruft mich an? Freaking Bullshit! Alter! So ist meine Mutter. Scheiße! Nee, ich werde jetzt nicht anhalten. Definitiv nicht. Ja, ist gut! Alter! Very, very the unprofessional. Oh, egal, Japo, so. Nochmal. Schau, das hört man jetzt nicht allzu sehr. Ja, ich habe einen Sony Ericsson. So, das neue Sony Ericsson. Nein, eigentlich nicht. Ich habe voll lasse. Hässige Drecksding, egal. Und boom. Was ist das für ein Schuss, du? Faggot. Nochmal. Ah, der hat ja auch so einen richtigen Robert Flex im Tor. So, ich spiel auf Götter raus. So, wunderschön. Haustelefon auch noch. Jetzt kommt das Haustelefon. Hat schon einen Grund, warum ich hier rangehe. Ah. Ich beschütze meine Mutter. Wie, das war ein Foul. Ja, in Futsal gibt es ja Fouls. Das habe ich ja ganz vergessen. Gut, Alter. So, schöner Ballgewinn. Und Glassman. Ey, was ist das denn jetzt gewesen? Ey, diese Steuerung in Futsal ist sowas von abfuck. Dieser scheiß Drecksmodus. Wirklich, jeder Modus ist geil, aber dieser Futsal-Modus, der... Fuck die fuck mich. Der fuckt mich hart ab, Mann. That's unbelievable, man. I don't even know why. Oh ja, Po. Oh, bisschen Tramp Action. Oh, failed Tramp Attention. So. Good. Nice. Nice. 2-1. Endlich. Früher oder später hätte das ja oder musste das ja auch fallen. No. Oh, oh, oh. Der hat mir gerade echt gegeben. Der hat mir gerade hart gegeben. Eckball. Ja, Eckball. Bleibt auf der Linie. Giffiger. Genau, Robert Flex. Kann man hier eigentlich auch Zeit spielen? Nö, ne? Wäre auch ein bisschen Pussy-Style. So, nochmal gut. So, nice. Zack, raus aus dem Flügel. Wunderschöner Pass. Flanke rein. Japo. Der hätte direkt mit dem Kopf zurückspielen müssen oder mit seinem linken Fuß auflegen müssen. Das wollte ich hier noch machen, das hat er irgendwie nicht gemacht. Ah, that sucks, man. Und der Torwart stirbt mit von denen. Krass. Der Peter Check für Arme. Ne, der Rigi Sapai für Arme. So, fuck off, man. Genau, genau. Gut. Nein, nochmal. Ah, mach sie doch rein. Wie kann man in FIFA lupfen? Das will ich jetzt mal wissen. Danke. So, wer ist das denn? Naja, ja, war meine Mutter. Scheiße. Egal, rufe ich dir halt wieder später zurück. Geht wahrscheinlich um irgendwelches Essen, was sie mir holen will. Ja, keine Ahnung, heute, ich bin nach Hause gekommen, gab nichts zum Essen hier. Ich bin voll verzweifelt. Ich dachte mir so, wo ist Essen? Aber gab halt nichts. Und ohne groß zu überlegen, gehen wir jetzt auch ins nächste Spiel. Und ich denke mal, so langsam können wir auch unsere Mannschaft ruhig mal ein bisschen rotieren. Wird auch mal Zeit. So, 49KK kommt für Japo rein. Den haben wir noch. Pillar Boy. Was war der nochmal? Allrounder, ne? Ja gut, Pillar Boy kann ruhig mal für Glassman rein. So. Ünal, jetzt hast du auch mal deinen Auftritt. Sie spielen 3-1, dynamischer Angriff. Okay, wir spielen 2-2. Ich bin mit 2-2 ganz zufrieden. Ja, ich bin mit 2-2 zufrieden. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. So, Futsalzentrum. Was gibt's hier noch? Spiel nach Zeit. Futsalzentrum. München. Futsalpokal. Okay, bla bla bla. Haben wir ja schon alles gelesen.
So, es gibt noch drei Turniere. Wenn wir jetzt aus diesen drei Turnieren... Wir haben für das erste Turnier 1300 Punkte bekommen. Alles klar, das ist kein Problem. So, jetzt, Le Bang, setz dich durch, genau. Zack, raus aus... Ah! Hätte schon ein bisschen besser sein können. Oder ein bisschen besser gespielt werden müssen eigentlich. So, nice, Pilarboy. Gehen die Zweikämpfe rein, so, boah, hat er einen richtigen Check gegeben. Zack. Hat er gut antizipiert. So. Schneller Konter, Ufuk. Ufuk, mach den doch rein, Alter. Du Riese. Ufuk und Le Bang, zwei türkische Bros for life, Bro. Schön genug, Ufuk, aber leider nicht schlecht vollstreckt. Das nicht. Hä? Man konnte ich jetzt nicht zurückspielen, hä? Ich greife das nicht. Und einige haben auch gesagt, dass Ufuk, also der Spieler Ufuk hier, aussieht wie The Great Khali. Und irgendwie stimmt das sogar. Ich habe mir auch schon gedacht, der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor mit seiner komischen Mongo-Fresse. Also jetzt nicht Ufuk. Ich meine, ey, Ufuk, benutze mal deinen Kopf, Mann. Krasser Body, ja, aber nur Scheiße im Himmel, oder wie? Meine Güte. Ah, das ist Shit, was ich hier gerade zusammenspiele. Das ist großer, großer Shit, den ich hier gerade fabriziere. Fabrizio. So, sollte ich nicht mal auf Dings umsteigen? Vielleicht mal auf so allgemeinen Angriff? Mal die Taktik ändern? Na, mal schauen. So, Le Bang jetzt. Der sitzt. Nicht. Needs more Trickshot. Ey, der marschiert da durch. Ist er... Was? Alter, das war doch nie neben Foul. Die Schiris sind ja genauso bekifft wie, wie hier in FIFA 12. Und einige haben ja einen totalen Kollaps bekommen, als ich irgendwie in Part 12 war, das glaube ich, gesagt habe, wir kommen zurück zu FIFA 12. Ja, ja, ja. Nur am Beschweren, die Leute heutzutage. Alter, wir kommen hier gar nicht voran. Was ist da los? Was ist da los mit den Vibers? Schön durchgesetzt. Trickpass. Noch ein Trickpass auf den Flügel. Le Bang, Le Bang. Ah, so offensichtlich. Aber jetzt haben wir jetzt die Eckballchance. Und Ufuk ist ja so ein... Ich wollte ihn auf Ufuk haben, Alter. Nicht auf Glassman. Weil Glassman mit einem Volley wäre auch nicht schlecht gewesen. Viele haben gesagt, ich soll nicht so unnötig in die Zweikämpfe gehen. Das stimmt auch, aber ich glaube, bei Futsal spielt das jetzt nicht wirklich so eine große Rolle. So, Ufuk. Ufuk ist Linksfuß, das wusste ich gar nicht. Aber nice, Ufuk. Alias Great Khali, hast ein Tor gemacht. So. So, was haben wir denn da? Interessant. Wir waren da nur heim, Scheiße. Bam, verpiss dich. Bam, Alter, was los? Das nervt gerade extremst. Extremst. Hör rum zu, Regi. Bam, good cheese. Oh. Longshots. Das müsste es mal so geben. So Longshot-Goals in FIFA 12. FIFA Street. Also Weitschüsse. Stellt euch das mal vor. Und ja, wie gesagt, ich habe ja letztes Mal angesprochen, diese Reanimation meiner Muckis, Leute. Das ist... Das fühlt sich einfach nur toll an. Hey, ein Tunnel. Geil. Ich glaube, den Tunnel ich nochmal. So, und dann nochmal. Oh, upp, oh. Ich dachte, der wäre durch. Robert Flex. Ein starker Ritter. Er ist unser Oliver Kahn. Der kasachische Oli Kahn. Der kasachische Neuer. Er ist jeder Torwart. Jeder gute Torwart in seiner kasachischen Form. So kann man Robert Flex definieren. Alias The Nose. The Nose. Schöner Körpereinsatz von Pilar Boy. Oh, nice, nice, nice. Schöner Scoop Turn. Ah. Ja, Le Bang muss auch ein bisschen kräftiger werden, ne? Uiuiuiuiuiui, Ufuk hast du, oder? Nice. Hat auch so seinen Vorteil, so einen 2 Meter Hühn im Team zu haben. Jetzt kommt erstmal wieder hier... Skill Run à la Götz. Foul? Also, kann ich jetzt hier direkt schießen oder so Schütze wechseln? Ja, kann ich. Also,
Ja, wie schieße ich denn jetzt hier? Egal. Ich versuche einfach mal zu schießen. So. Oh. Naja, war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Ist kein Konter kassiert. Please don't kassiere Konter. So, nice. Jetzt. Gut. Konterchance. Ich muss echt mal schauen, dass die Typen hier beidfüßig werden. Oder dass ich endlich mal ihre starken Füße im Kopf habe. Gött ist definitiv kein Linksfuß. Das weiß ich ja jetzt. Zack. Das waren 7 Meter eigentlich, oder? Ja, ey, geil! Aber wie schießt man das? Ey, ich hab keine Ahnung, Leute, wie schießt man das? Ich schieß einfach mal so. Ey, geil! Huhuhuhu. Hammer, hier geht's echt neu. Ne, was war das? 9 Meter sind das, ne? Ja, ja. Im Futsal sind das 9 Meter. 2-0 für uns. Hammer, geil. Das Spiel sollten wir eigentlich auch eigentlich ganz einfach gewinnen. Ja, die Silbercups sind ja jetzt eigentlich eher... Er war zur Show, da kann ich jetzt auch mal gleich ein bisschen skillen. Oh, Pilarboy, boom! Na, ja, Pilarboy, alias Ünal, dein Schuss ist jetzt nicht der beste, ne? Muss hart arbeiten. Apropos, ich muss mal Ünal Bescheid sagen. Ey, Ünal, wenn du hier das Video siehst, wann gehen wir mal wieder in den Ferien McFit? Sag mal Bescheid. Danke. Ja, Ünal, mein Real-Life-Kollege halt. Er wollte unbedingt dabei sein, der hat mir die Hucke voll gelabert, von wegen, ja. Irgendwelche Randoms fügst du da ein, aber dein Bro fügst du nicht da ein. Was soll die Scheiße? Ja, und dann hab ich gesagt, warte einfach mal ab. Warte einfach mal ab. Und das hat er auch getan. Wie ein artiger Junge, der sein Gemüse gegessen hat. Und ja. Bam! Nein! Nein, 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 nein. Oh, aus. Ja, doch relativ gut. Ein Tor vor der Halbzeit wäre noch ganz nützlich. Machen wir mal den hier. Gingerdrehung. Nice! Du fliegst rum. It's ridiculous. It's been months. For some reason I just... Ja, ich kann auch singen. Nein, eigentlich nicht. Das war nie im Leben ein Foul, Schiri. Schiri putzte die Gläser. Was passiert eigentlich bei 6 mal Foul? 9 Meter? Oder fliegt ein Mann dann raus? So Basketball-Style nach 5 Fouls? Nach 5 Fouls. Foul. Die Mehrzahl von Foul. Das war gerade so eine richtige Ünal-Aktion. Genau wie wenn wir mal irgendwie zusammen kicken sind. Macht er auch immer solche Faxen. Der Ficker. Obwohl er null Skiller. Was war das denn für ein Abwurf? Habt ihr den Abwurf gesehen? Alter! Total mieser Abwurf da. Absturz. Gut. Das hätten wir hier. Und ich habe großen Hunger. Ich glaube, ich rufe dann jetzt nach dem nächsten Spiel auch Mama an. Ja. Ich bin ein kleines Muttersöhnchen. Das muss ich zugeben, ja. Was wären wir nur alle ohne unsere Mütter, oder? Ja. Genau. Und wir sollten jetzt eigentlich, glaube ich, schon in der nächsten Runde sein. Aber wir kriegen... Ja, wir spielen jetzt nochmal für den Sieg. Ich glaube, das gibt sogar extra Punkte dann später bei der Rangliste. In der Rangliste. Wir sind jetzt gerade auf Rang 25. Weitere 1300 Punkte und wir werden wieder ganz weit oben. Oh, Japo spielt. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich wieder Ünal spielen lassen, egal. Ich bin hier halt demnächst wieder, so. Boah, was hat der da auf dem Kopf? Was hat der Torwart auf dem Kopf? Nice, Thunder. Das sind glaube ich die Haare. Inklusive, und warum tragen die Gegner so schwule Trikots? Oh. Okay. Ich muss mal hier ein bisschen in Futsal besser im Abschluss werden. Definitiv. Hau ab, hau was? Hau ab, Junge, ich speck dich. Wie, du willst mich lecken? Ich meine, diese perversen Penner. Bam. Guter Zweikampf, aber. Der wurde leider nicht von Gefahr gekrönt. Nur einmal auf X drücken, Notiz an mich. Einmal auf X drücken reicht vollkommen aus. So, Japo verliert den Zweikampf. Boah, das war die Dandrehung, aber seitlich, ne? Wie geht das denn? Wert? Ja, wie, gut. Ich möchte jetzt mal hier auch mal ein bisschen... Ich gehe in Blanco, ich verliere nicht. Schöne Flanke auf Girl. Ah, keine Spür. Man muss auch mal ein bisschen
oft mit langen Bällen arbeiten. Ich meine, letzten Part haben wir ja auch noch so ein schönes Tor mit Gött geschossen. Oh. Hast du noch? Ich hasse das auch in FIFA, wenn man zum Torwart spielt. Das fuckt mich voll ab. Die stehen defensiv sehr solide, das muss ich sagen. Das muss ich zu. Oh, wer ist das? Molelli. Der ist richtig gut. Das war nie im Leben ein Foul. Aber der Riposte ist Skillpunkte dafür. So, genau. Zack. Guck mal, ich mach die ganze Zeit. Ich will die ganze Zeit, dass der Rainbow Flick macht, aber dann macht der so einen komischen Dreher. Jürgen Dreher. Nein, Alter. Freistoß, Eigentor. Oh, verdammt. Das Spiel dürfen wir jetzt, glaube ich, zwar verlieren, aber das will ich nicht verlieren. Weil, wie gesagt, Bonuspunkte und... Oh, Japo, ey. Ich mag den Japo echt. Auch wenn er ein Bonze ist, aber der ist echt gut. Und da, das ist das da vorne im Sturm? Der Schwarze da? Ist das der schwarze Peter Crouch? Der sieht echt so aus. Ah, Japo. Fast mit dem Seitfalls hier. Popo hat ja im letzten Pass so einen richtig schönen Seitfalls hier verwandelt. So, jetzt nochmal. Jawoll! 2-1. Japo, Doppelpack. That's how I like it. That's how I like it. An mir gibt's keinen vorbei. Meine Abwehr ist viel zu stabil und ich habe im Torwart einen intelligenten Torhüter. Nein, die Intelligenz vom Torwart ist aber irgendwie auch begrenzt, habe ich das Gefühl. Malaka, der hat mich gerade richtig getunnelt, Alter. Ist kein Tor passiert. Nicht in den letzten 10 Sekunden. Das wäre bitter hoch 10. So, alles verschließen, nice. Und den Ball einfach lang nach vorne. Genau. Puh. Da hätten wir das. Da hätten wir das. So, zweite Halbzeit steht an. Was habe ich mir jetzt für die zweite Halbzeit vorgenommen? Das ist eine gute Frage. So, Le Bang, verzieh dich nicht. Bah! Nochmal Glück gehabt. Der schwarze Peter Crouch, der ist echt gut. Zack, zack. So. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich gar nicht. Meine Güte. Habe ich dem mies gegeben, aber... Ja, Mann. Ich will mal hier ein bisschen was mit dem Blanko-Hüpfer machen. Nicht, dass ich jetzt deswegen verkacke. Uiuiui. Schöner Hokus Pokus. Ah, meine Güte. Der Hokus Pokus ist auch richtig sinnvoll. Wenn du den in FIFA 12 zum Beispiel durchbringst, und zwar effektiv, dann bist du immer so gut wie immer vorbei und hast auch noch, wenn du den geschickt einsetzt, immer eine Torschussgelegenheit. Aber der ist halt schwer umzusetzen im Game. Na, das war noch nie im Leben. Foul. Oh, mit der Hacke, nice. Zack, auf Japo. Japo Aslak. Du musst den Ball aber auch unter Kontrolle haben. Ach, war ich weitergelaufen. Morelli heißt der Schwarze. Genau. Der Schwarze, Peter Crouch. 2-2. Ja, nicht mehr lange. Ja, sag ich. Fuck, da. 4 Minuten noch, 1 Minute 30. Ja, genau. Nicht aufgeben, Leute. Nicht aufgeben. Aufgeben ist nicht unser Style. Aufgeben ist nicht unser Style. Mann. Es ist halt auch im Futsal verdammt schwer, hier durchzukommen. Was will man machen? Der Gegner mal wieder mit seiner hässlichen, engen Ballkontrolle. An der es so gut wie nichts zu holen gibt, so. In den Lauf wollte ich den geben. Mann, Le Bang, lauf doch weiter. Mann. Barbara. So. Zack. Alter.
Und manchmal frage ich mich auch, was Gött einfach da vorne sucht. Der hat da vorne nichts verloren. Oh, schöne Rätsel nochmal. Schöner Einsatz von Japo. Bam. Ich sag das irgendwie nichts gerade. Mir klingt irgendwie nichts, obwohl ich... So, genau jetzt. Fuck, Alter. Mach den doch rein, mach den doch rein. Du dummer Popo. 22 Sekunden noch, 22 Sekunden noch. Never gonna give you a Rick Astley. Gib mir die Das wäre es gewesen. Das wäre es wieder gewesen, aber nein. Oh, 10 Sekunden noch. Schaffen wir das noch, schaffen wir das noch. Nein. Nein. So, was machen wir jetzt? Wo, welche Ecke? Das ist, glaube ich, wie im alten FIFA Mitte. Ja. Schnell nach vorne, schnell nach vorne. Ich sagte nach vorne. Zu einem Spieler. Verdammt. Haben wir das letzte Gruppenspiel verloren. Bullshit. Aber wir sind trotzdem weiter. Müssten eigentlich trotzdem weiter sein. Wegen direkter Vergleich und so. Mann, ey. Das regt mich ja gerade übelst auf. Aber wir sind weiter, oder? Jetzt sagt mir nicht, ich muss das. Ja, wir sind weiter. Das ist wegen FC Bratwurst. Was machen diese Kunstbanausen mal wieder hier? Stefan Zirka, 3 Tore. Geil. Ja, Leute, das war's für diesen Part. Vielen Dank für Zugucken. Und ja, wie gesagt, wie immer eigentlich, Motto wie immer. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ein kleiner Klick für euch mit einer großen Wirkung für mich. Und ja, bis dahin, wieder schon reingehauen. Macht's gut, bis bald und ciao. Euer Rigi.